Heute für euch 5 Hermine Granger Fantheorien aufgelistet und erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir einige weit verbreitete Fantheorien besprechen, die sich alle auf keine geringere als Hermine Granger beziehen. Ich werde insgesamt 5 Theorien durchgehen, beginnt mit der am wenigsten überzeugenden und mich dann allmählich zu der aus meiner Sicht besten vorarbeiten. Wenn dir solche Videos gefallen, lass es mich gerne wissen, indem du das Video likest und einen Kommentar schreibst. Ansonsten lasst uns direkt loslegen. Nummer 5. Hermine Granger ist Harry Potters Schwester. Ja, du hast richtig gehört. Diese beliebte Theorie unter den Harry Potter Fans besagt, dass der Junge, der überlebt hat, Harry Potter in Wirklichkeit mit Hermine Granger verwandt ist. Ich denke, wir können George Lucas und die Beziehung zwischen Luke und Leia dafür etwas verantwortlich machen. Diese Theorie ist aus vielen Gründen absurd und völlig unlogisch. Lass mich einige der Hauptargumente dafür, warum und wie die beiden miteinander verwandt sein könnten, durchgehen. Der ursprüngliche Theoretiker weist darauf hin, dass Hermines Verhalten gegenüber Harry sehr schwesterlich ist und dass ihre Freundschaft auf eine unromantische Weise etwas Besonderes ist. Dieser Punkt scheint mir viel zu vage zu sein und liefert null Beweise dafür, dass die beiden miteinander verwandt sind. Das Gefühl, dass es etwas Einzigartiges an einer Beziehung gibt, ist kein Beweis für diese Theorie. Das nächste Argument ist, dass Hermine viel über Harry wusste, bevor er nach Hogwarts kam. Auch dieses Beweisstück ist nicht wirklich von Bedeutung. Harry war berühmt, sein Name war überall bekannt und Hermine ist der Typ Mensch, der sich über Dinge informiert. Natürlich wusste sie über Harry Potter Bescheid, jeder wusste es. Als nächstes wird darauf hingewiesen, dass J.K. Rowling dazu neigt, körperliche Ähnlichkeiten zwischen Verwandten in Harry Potter zu beschreiben, aber Hermine wurde nie so beschrieben, dass sie Ähnlichkeiten mit Harry oder seiner Familie aufweist. Dies ist bisher eines der schwächsten Argumente für diese Theorie. Es gibt viele andere Argumente, die mehr oder weniger auf der gleichen Ebene wie die hier oben genannten liegen und die diese Theorie stützen. Es scheint jedoch so zu sein, dass die wichtigste Behauptung, die diese Theorie stützt, die ist, dass Lily und James ein geheimes Kind gehabt haben könnten, das sie zur Adoption freigegeben haben, und zwar Hermine Granger. Dies ist eine der absurdesten Theorien, die ich je gehört habe, zumal J.K. Rowling zugegeben hat, dass sie das Gefühl hatte, dass Hermine und Harry am Ende zusammen sein sollten. Nummer 4. Hermine war obdachlos. In den letzten Schuljahren des Trios schien die Bedrohung durch Voldemort und die Todesser täglich näher zu rücken und ihre unmittelbare Umgebung wurde von Unsicherheit durchdrungen. Die Zaubererwelt befand sich im Aufruhr und die Menschen begannen sich auf das Schlimmste vorzubereiten: die vollständige Rückkehr Voldemorts und die Übernahme der Zaubererwelt. Voldemorts Rückkehr bedeutete jedoch nicht nur schlechte Nachrichten für die Zauberergemeinschaft, sondern unbemerkt auch eine erhebliche Bedrohung für die Muggel- und Muggelwelt, einschließlich Hermine und ihren Eltern. Sie erkannten, dass die Gefahr letztendlich über die Grenzen der Zaubererwelt hinausgehen würde. Als prominente Figur im Kampf gegen Lord Voldemort wurde Hermine zur Zielscheibe und damit gerieten auch ihre Eltern in Gefahr. Angesichts dieser Bedrohung traf Hermine die schwierige Entscheidung, die Erinnerungen ihrer Eltern zu löschen. Nach diesem entscheidenden Schritt kehrte sie nicht nach Hause zurück, bis die Bedrohung durch Voldemort besiegt war, was bedeutete, dass fast ein Jahr verging, bis sie schließlich in ihr Zuhause zurückkehren konnte. Während dieser Zeit war Hermine im eigentlichen Sinne obdachlos. Eine düstere Theorie behauptet sogar, dass Hermine in Wirklichkeit viel länger als ein Jahr obdachlos war, da sie die Erinnerungen ihrer Eltern bereits mehrere Jahre vor 1997 gelöscht hatte. Diese Theorie stützt sich darauf, dass Hermine während der Ferien immer bei Harry oder Ron war und ihren gesamten Sommer entweder im Gringotts Place oder im Fuchsbau verbrachte, ohne Zeit mit ihren Eltern zu verbringen. Angesichts der Rückkehr Voldemorts und in der Hoffnung, ihre Eltern so effektiv wie möglich zu schützen, könnte Hermine ihre Erinnerungen Jahre früher gelöscht haben, als bisher angenommen wurde. Obwohl dies eine strategische Vorgehensweise für das kluge Mädchen Hermine sein könnte, gibt es Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Theorie. Nummer 3. Hermines akademische Exzellenz. Es dürfte nicht überraschend sein, wenn ich behaupte, dass Hermine äußerst intelligent ist. In einem meiner Videos, in dem ich eine Rangliste der 10 intelligentesten Charaktere erstelle, nimmt Hermine sogar den 2. Platz ein. Während ihrer Schulzeit gehörte Hermine Granger zu den talentiertesten Hexen ihres Jahrgangs und der gesamten Schule. Tatsächlich war Hermine möglicherweise eine der fleißigsten und auch klügsten Hexen, die jemals Hogwarts bereichert haben. Sie besuchte die Schule zur gleichen Zeit wie Harry und Ron, und angesichts ihrer Liebe zum Lernen und Wissen ist es keine Überraschung, dass sie zu einer begabten Hexe wurde. Ihr Wissensdurst und ihre gefährlichen Abenteuer mit Harry und Ron bereiteten sie auf alle möglichen Herausforderungen vor.
Hermine war vielseitig begabt, kompetent und eine schnelle Denkerin, fähig unter jeglichem Druck kritisch zu denken. Ihre Intelligenz zeigte sich nicht nur in ihrer Fleißarbeit, sondern auch in ihrer natürlichen Begabung, Dinge schnell zu erfassen zum Beispiel. Ihre wissbegierige Natur trieb sie dazu, eine Fülle von Informationen zu sammeln. Okay, Hermine ist also klug, aber worin besteht die Theorie? Die besagte Theorie behauptet, dass Hermines herausragende Leistungen darauf zurückzuführen sind, dass sie ihre Muggelausbildung vor dem Besuch von Hogwarts absolvierte. In einem meiner älteren Videos bespreche ich alle Fächer, die in Hogwarts unterrichtet werden, und eine interessante Tatsache ist, dass viele grundlegende Fähigkeiten, die in Muggelschulen gelehrt werden, in Hogwarts nicht enthalten sind. Hermine besuchte jedoch eine Muggelschule und erwarb Kenntnisse in diesen ausgeschlossenen Fächern, bevor sie Hogwarts betrat. Einige andere Schüler erhielten ebenfalls eine Muggelausbildung, aber die Theorie rühmt sich, dass Hermines angeborene Intelligenz kombiniert mit einem umfassenden Grundwissen in den Kernfächern ihr den nötigen Vorsprung verschaffte, um die klügste Hexe ihres Alters zu werden. Nummer 2. Hermines wahre Blutlinie. Soweit wir wissen, war Hermine Granger eine muggelstämmige Hexe, die 1979 als Kind von Muggeleltern Mr. und Mrs. Granger geboren wurde. Dem Kanon zufolge erfuhr Hermine erst im Alter von 11 Jahren von ihrer magischen Begabung, als sie ihren Hogwarts-Brief erhielt. Außerdem war Hermine die erste magische Person in ihrer Familie und bekam später 2 Halbblutkinder mit Ron Weasley. Der Blutstatus ist einer der umstrittensten Aspekte in der Welt der Zauberer, ein Konzept, bei dem Zaubererfamilien je nach dem Grad der magischen Begabung ihrer Mitglieder unterschieden werden können. Im Allgemeinen werden die Menschen in eine der folgenden Kategorien eingeteilt: reinblütig, Halbblut oder muggelstämmig, wobei der spezielle Begriff muggelstämmig sich auf Zauberer mit 2 nicht magischen Eltern bezieht. Hermine ist zweifellos muggelstämmig. Diese Theorie ist jedoch dabei, das zu widerlegen. Im 6. Band von Harry Potter fragte Professor Horace Slughorn Hermine, ob sie mit einem gewissen Hector Darkworth Granger verwandt sei. Hermine antwortete, dass sie das nicht glaubt, weil sie eine Muggelgeborene ist. Wer also war Hector Darkworth Granger? Ein Zauberer natürlich, ein Brite. Damit bleibt eine große Frage offen. Ist es nur ein Zufall, dass er den gleichen Nachnamen wie Hermine trägt? Ist es unmöglich, dass sie miteinander verwandt sind? Die besagte Theorie behauptet, dass Hector einer von Hermines Vorfahren war und dass es im Stammbaum der Grangers eine lange Reihe von Squibs, also nicht magische Zauberer, die von mindestens einem magischen Elternteil abstammen, gibt. Dies würde erklären, warum Hermines Eltern die Winkelgasse besuchen, und könnte auch die Verbindung zu Hector Darkworth Granger erklären. Ein intellektuell beeindruckender Vorfahre scheint für Hermine genau richtig zu sein. Das ist bisschen weit hergeholt, aber die Theorie ist stichhaltig und sie gefällt mir sehr gut, und deshalb ist sie auf Platz 2. Nummer 1. Hermine Grangers Zeitmanipulation. Bevor wir uns diesem Thema widmen, möchte ich zunächst die Funktionsweise von Zeitumkehrern erläutern. Zeitumkehrer sind magische Geräte, die von der Abteilung für Mysterien hergestellt werden und dazu dienen, Zeitreisen zu ermöglichen. Ein herkömmlicher Zeitumkehrer wird durch das Drehen einer Sanduhr betrieben, die direkt mit der Anzahl der Stunden korrespondiert, die man in der Zeit zurückreisen kann. Herkömmliche Zeitumkehrer sind sofern begrenzt, dass man nur maximal 5 Stunden zurückreisen kann. Im Schuljahr 1993 schenkt Professor McGonagall Hermine einen Zeitumkehrer, damit sie zusätzlichen Unterricht besuchen kann. Hermine schien unter der Last ihres immensen Arbeitspensums zu leiden. Jeden Abend konnte man sie in einer Ecke des Gemeinschaftsraumes sehen, umgeben von mehreren Tischen mit Büchern, Tabellen, Runenwörterbüchern und Ordnern über Ordner mit umfangreichen Notizen. Sie sprach kaum mit jemandem und schnappte nach Luft, wenn sie unterbrochen wurde. Aber hat McGonagall Hermine den Zeitumkehrer wirklich geschenkt, oder wurde er auf andere Weise erworben, oder hat sie ihn auf andere Weise irgendwie bekommen? Diese Theorie stellt genau dies in Frage. Obwohl sie nicht besonders ausgearbeitet ist, ist diese Theorie recht interessant und auch plausibel. Sie besagt, dass Hermine den Zeitumkehrer nicht von McGonagall geschenkt bekommen hat, sondern dass sie ihn mit Dumbledores Hilfe aus der Mysteriumsabteilung gestohlen hat. Diese Theorie wird vor allem dadurch unterstützt, dass im Orden des Phönix, als das Trio die Mysteriumsabteilung besucht, Hermine bereits bestimmte Dinge über die Abteilung zu wissen scheint. Dinge, für die man vorher eigentlich dort gewesen sein muss. Dies könnte auch besser erklären, warum einem Studenten ein Gerät zur Zeitmanipulation anvertraut wurde. Und das war's mit diesem Video. Was haltet ihr davon? Habt ihr schon mal eine von diesen Theorien gehört? Oder habe ich eine wichtige Theorie vergessen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.